Wie können wir mehr Zeit schaffen? Was ist Zeit eigentlich? Und warum haben wir nie genug davon? Und vor allem, wie können wir mehr Zeit schaffen? Darf ich Ihnen zwei Fragen stellen, damit Sie Ihr Wissen über Zeitmanagement selbst testen können? Also zwei Fragen über Zeit. Erstens, was ist eigentlich Zeitmanagement? Dazu müssen wir wissen, was ist eigentlich Zeit? Und zweitens, warum haben wir immer weniger Zeit, obwohl wir doch alles immer schneller machen können? Wir sparen überall Zeit. Wir reisen ja nicht mehr auf Pferden, sondern wir fahren Auto, wir fliegen. Wir müssen auch nicht mehr die Briefe mit der Hand schreiben. Wir können sie ganz einfach diktieren. Und trotzdem haben wir immer weniger Zeit. Also was ist Zeit? Was ist Zeitmanagement? Und warum haben wir immer weniger Zeit, obwohl wir alles immer schneller machen können? Als ich anfing, mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, fand ich das sehr, sehr schwer. Und das war ein Problem, denn das bedeutete ja, wir versuchen, ein sehr gutes Zeitmanagement zu betreiben innerhalb eines Systems, das wir überhaupt nicht begreifen und verstehen können. Und das war wirklich das Problem. Ich wusste damals nicht, was Zeit eigentlich ist. Und schon gar nicht wusste ich, wie ich das alles schaffen könnte, was ich mir vorgenommen hatte. Es geht doch darum, sind Sie überzeugt, dass Sie genug über Zeit wissen und genug darüber wissen, wie Zeitmanagement funktioniert? Dass Sie so produktiv in Ihrem Leben im Ergebnis sein können, wie Sie es wollen und gleichzeitig glücklich sind? Dass Sie wirklich so leben können, wie es Ihnen entspricht? Ich weiß nicht, wie zufrieden Sie mit Ihrem Zeitmanagement sind. Vielleicht verfügen Sie nicht wirklich über ein System, mit dem Sie alles ganz sicher schaffen, das Ihnen wirklich wichtig ist, so wie ich damals. Vielleicht wissen Sie auch nicht genau, was Sie wirklich wollen oder schieben Dinge etwas vor sich her. Nur wenn wir verstehen, was Zeit eigentlich ist und wie unsere Vorfahren mit der Zeit umgegangen sind, dann können wir lernen, die Zeit zu meistern. Vor Urzeiten, als wir noch den ganzen Tag unser Essen jagten oder etwas zum Essen sammelten, da hatte Zeit für uns gar keine Bedeutung. Unsere Vorfahren verabredeten sich nicht irgendwo, sondern sie taten einfach alles zusammen. Und wenn einer sagte, jetzt geht's los, dann zogen eben alle los, um zu jagen. Es ist wichtig, das zu verstehen. Zeit hatte Tausende, Millionen von Jahren keine Bedeutung für uns. Und auch heute wissen wir nicht wirklich, was Zeit eigentlich ist. Wir schauen auf die Uhr und wir sehen, dass sich da der Sekundenzeiger bewegt, aber die Uhr ist ja nicht die Zeit. Das große Problem ist also, wir können auch heute nicht klar sagen, was Zeit eigentlich ist. Und Zeit spielte für unsere Vorfahren keine Rolle. Für unsere Vorfahren war etwas anderes wichtig, der Ort. Der Ort, an dem sie waren und was sie dort taten. Das ist ein erster wichtiger Hinweis. Wenn wir Zeit schwer begreifen können, so wissen wir doch durch unsere Herkunft ganz genau, was ein Ort ist und auch was eine Handlung ist. Das bedeutet, wenn wir bestimmte Handlungen immer wieder am selben Ort durchführen, dann haben wir ein Ritual. Wir können zwar Zeit nicht vollkommen verstehen, aber Rituale, Ort, Handlung, sind etwas ganz Natürliches für uns. Wenn wir Zeit mit einem geliebten Menschen verbringen, dann vergeht diese Zeit wie im Flug. Wenn wir dagegen auf einer sehr heißen Herdplatte sitzen, dann vergeht die Zeit sehr langsam. Zeit ist also nicht gleich Zeit. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch, hat aber eine ganz praktische Bedeutung für uns, denn jeder empfindet Zeit anders. Und jeder hat ein anderes Zeitgefühl, einen eigenen Lebensrhythmus. Forscher nennen das Eigenzeit. Eigenzeit. Wenn wir uns zu sehr
nach der gesellschaftlich genormten, festgelegten Zeit richten oder nach dem Rhythmus einer Firma oder nach dem Lebenstempo anderer Menschen, dann werden wir von unserer Eigenzeit entfremdet. Wir werden gewissermaßen von uns selbst entfremdet. Das durchdenken wir so nicht, wir fühlen uns einfach unglücklich. Wir fühlen uns unfrei, wir fühlen uns gefangen, gestresst. Wir haben den Eindruck, dass wir einfach nicht mehr unser eigenes Leben leben. Es gibt erst seit kurzem ein relativ neues Phänomen, die Jetztzeit. Ganz gleich, wo jemand ist, wir können in der Jetztzeit miteinander telefonieren. Wir können uns dabei sogar sehen. Das heißt aber auch, Nachrichten aus der ganzen Welt prasseln auf uns ein. Nachrichten, die wir nur passiv aufnehmen können. Unsere Hände sind ja irgendwie gebunden, wir können sehr wenig tun. Einmal, weil es gar nicht in unserer Macht liegt, es ist ja zu weit entfernt. Und bei uns kommt es ja so gar nicht vor. Aber die Nachrichten bringen diese Ereignisse zu uns nach Hause. Und daraus ergibt sich das dritte verblüffende kleine Geheimnis der Zeit. Wir können gar nicht so viel handeln, wie wir bei der vielen Information handeln müssten. Information hat aus der Geschichte heraus für uns nur aber eine einzige Bedeutung, nämlich, dass wir daraufhin etwas tun, dass wir handeln, und zwar sofort. Wir sehen etwas, den Löwen, wir laufen weg, sofort. Jetzt sehen wir im Fernsehen einen Löwen, der greift an, ja, aber wir sitzen im Sessel und essen Chips. Wir können also unsere Erregung gar nicht mehr in Handlung umsetzen. Und dadurch passiert etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das müssen wir verstehen. Wir haben ständig das Gefühl, dass wir viel mehr tun müssten, als wir tatsächlich tun. Wir können heute gar nicht mehr auf alles reagieren. Das ist unmöglich. Früher konnten unsere Vorfahren das. Ja, sie mussten reagieren, um zu überleben. Wir müssen heute auswählen, was wir tun wollen. Und das haben die meisten nicht gelernt. Und so sitzen die meisten Menschen tatsächlich 4 Stunden täglich vor dem Fernseher. 4 Stunden. Das heißt, 4 Stunden lang tun sie nichts, nehmen intensivste Dinge nur passiv auf. Und weil sie irgendetwas tun wollen, knabbern sie dann irgendetwas, zum Beispiel Chips. Es ist darum wichtiger denn je, dass wir genau wissen, was uns wichtig ist. Dass wir auch wissen, was wir können, was uns Spaß macht. Und dass wir auf diesem Feld Ergebnisse erzielen, also produktiv sind, auf dem Feld dessen, was wir können und was uns Spaß macht. Das heißt, wer nicht gezielt produktiv ist, den überfordern die vielen Reize und der tut dann schließlich immer weniger und fühlt sich immer schlechter. Das Problem an der Vielzahl von Reizen, die dann nicht zu einer Handlung fühlen, weil wir ja passiv da auf der Couch sitzen, ist leicht erklärt. Wir stumpfen ab. Und um dann trotzdem Spannung zu erleben, gieren wir nach größeren Sensationen. Aber bei all dem bleiben wir passiv.